Schlangen stehen an der Geschäftsstelle in Aue. Grund: der Kartenvorverkauf gegen Dynamo startete. Auch die Profis mussten sich anstellen, kamen aber dennoch rechtzeitig zum Training, bevor es anschließend nach Sandhausen ging. Schwierige Aufgabe, aber wir brauchen Punkte und ich denke schon, dass wir müssen jetzt wieder an unsere Grenze gehen. Zum allerersten Mal trainierten die Lila-Weißen diese Woche aufgrund der Witterung wieder auf dem Rasen. Personell sieht's nach den 90 harten Minuten gegen Heidenheim auch ganz gut aus. Einziger Spieler, wo für mich mit großen Fragezeichen ist für das Spiel am Wochenende, ist ja Clemens Fandrich. Der hat vom Spiel gegen Heidenheim so dicke blaue Zehe. Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende heißt es für Aue, da wieder anzuknüpfen, um nicht weiter unten reinzurutschen.